Die Überholspur Richtung WrestleMania, WWE Fastlane. Der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania 33 ist vorbei. Wir haben das Event soeben gesehen. Es ist 5.12 Uhr am Montagmorgen. Wir haben das Event geguckt und besprechen es jetzt direkt im Nachhinein an meiner Seite, um das zu tun, der heute nicht so motivierte Jobber, aka Björn. Alles klar? Hey yo, ja, also bei mir ist alles fit, also ich bin komplett fit und ja, das ist halt der Wahnsinn, ne? Das ist so der Wahnsinn, wie man halt ohne Erwartungen in irgendwas hineingehen kann, ohne gehypt zu sein und denkt, wird alles gut, ist ja nicht so schwer, man kann ja kaum was falsch machen. Ja, und dann kriegst du sowas serviert und denkst dir einfach nur, was habe ich gerade die letzten 3 Stunden eigentlich so erlebt und was habe ich eigentlich die letzten 3 Stunden so getrieben? Und ich weiß jetzt schon, ich weiß jetzt schon, dass wieder einige Kommentare kommen werden und ach, der Beyond the Rage doch nur und der jammert nur über die WWE und der findet alles scheiße und so. Und ich weiß nicht, ist sein Kanal, aber ich meine, wenn ihr das nicht hören wollt, dann müsst ihr halt ausschalten, aber ihr könnt jetzt nicht von mir erwarten, dass ich das gleich erzählen werde, wie toll ich das gesamte Booking des Pay-Per-Views doch fand. Da muss ich leider auch sagen, tolles Booking gab es hier sehr, sehr wenig. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das anders sehen. Davon lebt das Ganze. Ja, also seht das nicht negativ, sondern seht das eher positiv. Wenn Leute eine andere Meinung haben, macht das Ganze ja umso interessanter. Und ihr habt überall die Möglichkeit, eurer Meinung Wort zu verleihen. Und zwar auf Twitter, im Live-Chat, wenn ihr das hier gerade live hört. Oder aber auch natürlich in den YouTube-Kommentaren. Das so vorab. Und ich würde sagen, wir starten in diesen Pay-Per-View Fastlane, der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania. Alle waren so ein bisschen gespannt, vor allem wegen des Main-Events. Den werden wir natürlich heute ausführlichst besprechen. Wir starten aber natürlich mit dem Opener, demonstrativ heute nicht mit der Kick-Off-Show. Die habe ich nämlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Kick-Off-Show-Cruiserweight-Match, das habe ich wohl an mir vorbeistreichen lassen und einfach mal noch eine Stunde länger geschlafen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe es gesehen. Allerdings habe ich mir dazu noch keine Notizen gemacht. Und ich wüsste es auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es ausgegangen ist oder so. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es lief. Aber ich habe es, ja, ne? Keine Ahnung. Es lief, wie auf der Toilette. Ich gucke hier gerade mal. Rich Swann und Akira Tozawa haben Brian Kendrick und Noam Dar besiegt. Also in 10 Minuten genauso irrelevant wie 10 Minuten es anmuten lässt. 10 Minuten, ja. Ja, also ich kann mich wirklich gar nicht mehr an das Match erinnern, fällt mir gerade auf. Juckt auch keine Sau. Was mehr Leute interessiert, ist, denke ich, das Opening-Match von Fastlane. Sami Zayn traf auf Samoa Joe. Es ging hier um keinen Titel oder sonstiges, aber es war trotzdem ein interessantes Match, ein solides Match von der Qualität her. Nicht das Match of the Night, aber auf jeden Fall das zweitbeste des Abends. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet von den beiden. Die sahen aber auch beide wirklich gut in diesem Match aus. Also man kann hier eigentlich nicht wirklich viel gegen sagen. Das fand ich völlig in Ordnung. Samoa Joe knockt Sami Zayn mit der Coquina Clutch aus und gewinnt dieses Match im Aufbau Richtung WrestleMania. Ja, da war eigentlich noch alles gut und alles wie erwartet, muss man so sagen. Also ich meine, für den Opener fand ich das relativ gut gewählt. Samoa Joe gegen Sami Zayn, das war echt in Ordnung. Das war natürlich jetzt kein Five-Star-Classic und das hat auch keiner von uns erwartet. Und es war auch, ja, es war grundsolide, es war ganz okay. Also wenn ich jetzt, also von meinen 10 Punkten würde ich halt dem Match 6 Punkte geben. Ist aber auch nichts, wo man sich jetzt lange dran erinnert. Und es ist so ausgegangen, wie wir es erwartet haben. Es ist nichts sonst groß in diesem Match passiert, es wurde keine große Story verkauft oder irgendwas Neues angeteasert oder irgend so. Von daher war es einfach grundsolide und ja, wie erwartet und ist an heutigen Abend, muss ich sagen, wirklich ein positives Merkmal. Also wenn etwas wie erwartet ist, kann man sagen, war es eigentlich okay und gut. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man denn im Hinblick auf WrestleMania mit Sami Zayn und Samoa Joe? Da frage ich mich nämlich, welche Matches sind denn noch übrig bei so einer relativ vollen Card, um die beiden da irgendwie drauf zu packen? Also es kann halt einmal ein Multi-Man-Match geben irgendwie. Wobei ich denke, es gibt ja jedes Jahr diese Ladder-Matches. Letztes Jahr um den Intercontinental Champion-Titel WrestleMania 32, wo sich dann Zack Ryder den Titel von Kevin Owens geholt hat. Vorletztes Jahr bei WrestleMania 31 auch schon im Opener ein
IC-Title-Ladder-Match. Und auch dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder ein Ladder-Match geben. Ich glaube aber, dass man das den Cruiserweights geben wird. Fände ich auch ganz cool. Aber dann gibt es ja irgendwie so wirklich gar keinen Spot mehr für die beiden. Also kommen die überhaupt auf die Card? Wer ist denn dann möglicher Gegner, Björn? Vielleicht können sie irgendwie die Eismaschine von New Day zerstören oder so, ich weiß es nicht. Ja, ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Also, man hat ja, ist ja ein Übergangs-Pay-Per-View gewesen, ne? Und Ja. man hat halt nicht sehr viel aufgebaut am heutigen Abend für die Zukunft. Und zumindest was Samoa Joe und Sami Zayn betrifft, hat man gar nichts gemacht. Weil man hat jetzt nochmals irgendwie ein uncleanes Finish gemacht oder so, dass man sagen könnte, okay, dann stellt man halt die beiden gegeneinander oder irgendwas halt so. Kein Plan, ich weiß es nicht. Also, ich kann es dir echt nicht beantworten. Und, ja, bin als Experte einfach überfragt. Ich kann es dir nicht sagen. Also da geht es ja wirklich in gar keine Richtung. Da gibt's keine Richtung. Und vor allem Ich meine, Samoa Joe. ich kann ja nur das, ich kann ja nur das versuchen zu analysieren, was wir sehen. Und wir haben jetzt, also, wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, ist mir jetzt nicht bewusst, welche Richtung die beiden momentan aufgebaut werden, Richtung WrestleMania. Also gar nicht. Samoa Joe wird halt generell gepusht, weil er neu im Hauptroster ist. Das ist ganz klar zu erkennen. Sami Zayn auf der anderen Seite, das typische B-Level-Babyface, der die Leute overbringt, immer schön lächelt, Underdog, aber dann irgendwie trotzdem bis drei auf der Matte Wobei, liegt. fällt mir jetzt ein, sie könnte, also ich meine, Samoa Joe könnte ja zumindest bei WrestleMania, den muss man ja aufbauen, Samoa Joe. Und ich habe gehört, Leute muss man ja langfristig aufbauen, oder wäre es vielleicht nicht schlecht, so einen Mid-Carder wie Braun Strowman einfach zu versquashen, oder? Da baut sich schon was auf, was sich hier im Laufe der Review noch entladen wird. Was mir gerade aufgefallen ist, es gibt ja ein Match, wo alle drinstehen, die kein Match haben. Die Andre the Giant Memorial Battle Royal bei WrestleMania 33. Wenn Samoa Joe die gewinnt, wäre das ja nicht verkehrt auf jeden Fall. Ja, weil wir wissen ja, die Sieger, die werden immer groß gepusht. Baron Cesaro und Corbin-Style. Co., Corbin, Cesaro und so, alles große World Champs danach geworden. Ja, Mann. Ja, du. Ach, Björn. Ja, was soll ich denn sagen? Das ist die Wahrheit. Okay, das ist Nee, wohl. sorry, ich kann das nicht. Ich weiß, man könnte das sich auch irgendwie positiv abgewinnen und sagen, wow, guck mal hier, das wertet ja das Match auf, weil da stehen ja auch ein paar Leute drin, die ja Bedeutung haben und so. Aber sorry, diese Sichtweise habe ich am heutigen Abend nicht. Die hast du am heutigen Abend nicht. Das ist auch völlig in Ordnung, denn was du heute durchgelebt hast, das ähnelt wohl traumatischen Zuständen, die du da gerade hast. Aber gut, das zum Opener. Sami Zayn gegen Samoa Joe konnte man nicht, konnte man sich absolut anschauen. Und da war eigentlich nichts verkehrt dann. Und das gleiche galt dann in meinen Augen zumindest auch für das Tag Team Champion Titel Match zwischen den Champions Luke Gallows, Karl Anderson und Enzo und Big Cass. Das war. Da hat man was aufgebaut. Ha! Da muss ich mal was positiv erwähnen. Da hat man was. Also es war kein Abfuck, es war wie erwartet und man hat sogar was aufgebaut, indem man quasi schon das Rematch aufgebaut hat, weil das finde ich ja nicht ganz clean war. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja quasi eigentlich das bestgebuckte Match des Abends gewesen, fällt mir gerade auf. Fand ich auch super. Das Match an sich völlig in Ordnung. Enzo hat einen Kniestoß kassiert, hatte seinen Beinen dann irgendwie beim Pin trotzdem auf dem Seil. Gallows reißt das super schnell wieder runter und damit können Luke Gallows und Karl Anderson ihre Titel verteidigen. Das fand ich einmal ein cooles Finish. Es war gut gebuckt, wie du es gesagt hast. Und es hat natürlich auch dieses Teamwork von Gallows und Anderson gezeigt, weil wenn was bei Tag Team Wrestling ganz wichtig ist, dann ist es einfach, dass die Teams eingespielt wirken und dass auch in der Match-Story immer wieder dieses Teamwork rauskommt, weil das halt einfach super authentisch ist und dann wertet das die Matches auch meistens auf. Das sieht man bei Dash und Dawson zum Beispiel, The Revival bei NXT super und das gleiche eben hier der Fall. Also das fand ich völlig okay und gut sogar, dass ich das mal bei diesem Pay-Per-View sage. Es ist unfassbar. Ja, und solange Enzo Amore auch nur verprügelt wird und von Big Cass durch die Gegend geworfen wird, kann er auch gar nicht viel falsch machen. Stimmt eigentlich, ja. Von daher, absolut. Das waren die einzigen Spots, die er hatte, also. Gut, und ich habe ja auch im Vorhinein schon gesagt, ey, haltet mal ein bisschen zurück hier, den Mini-Mic-Worker mit der formidablen Friese. Das ist ja, also ich weiß nicht, das, was der da im Ring die letzten Wochen abliefert, ist halt schon irgendwie, das grenzt schon an eine Frechheit. Von daher hat er hier eigentlich die Spots bekommen, die in seinen Möglichkeiten lagen. Er ist
umgeworfen worden. Hype, ja, und immer hochgehoben worden von Cass und dann wieder runtergeschmissen worden. Da Genau. kann man ja nicht viel falsch machen, das ist ja wie die Schwerkraft, die er wirkt, weißt du? Das hat noch gerade so in seinen Kompetenzbereich gepasst. Enzo natürlich vorher auch mit einer schönen Promo an diesem Abend. Ja, also am Mikrofon hat der Typ das auf jeden Fall drauf. Ich mag die beiden auch persönlich sehr gerne, aber was Enzo da halt im Ring abliefert, da kann man halt einfach. Ja, aber heute Abend war es okay und solide. Also Ja, genau. das sollte eigentlich wirklich ein positives, also sollte wirklich, also ich meine, es war sarkastisch, ich weiß, aber es sollte wirklich ein Lob sein. Also heute hat er wirklich nicht rumgebotscht und ich meine, wir sind Schlimmeres von ihm gewohnt. Gebotscht wurde woanders. Zum Beispiel auch bei den Frauen. Es gab. Nee, warte, lass uns noch kurz bei den Tag Teams bleiben. Eine Frage habe ich jetzt trotzdem noch, die ich irgendwie bei jedem Match hier stellen kann. Was passiert denn bei WrestleMania? Holt sich jetzt Enzo mit seinem großen Freund Big Cass hier? Holen die sich die Titel bei WrestleMania oder was hat man davor, Björn? Ja, also ich glaube ja immer noch an ein Multi-Man-Match und von daher glaube ich eher, dass wir das Rematch wahrscheinlich sogar schon morgen zu sehen bekommen bei Raw und wahrscheinlich da dann den Titel wechseln. Ich habe keine Ahnung, nee, ich weiß es nicht, weil klar würde es jetzt Sinn machen, irgendwie das jetzt noch 28 Tage zu strecken und dann gibt man halt gibt man Big Cass und Enzo den großen Moment bei WrestleMania, aber von großen Momenten und bei WrestleMania und so, da halt, der hält die WWE nicht viel allzu viel von. Das ist halt keine gute Idee, von daher wird das bestimmt irgendwie morgen bei Raw passieren. Titelgewinne bei Raw, Titelwechsel allgemein bei den Wochenshows in der letzten Zeit häufiger passiert. War natürlich wahrscheinlich auch das Ziel dahinter, die Ratings ein bisschen zu pushen, ob das geklappt hat. Ja. Nee, man kann das natürlich jetzt noch ein bisschen intensiv aufbauen und das 28 Tage lang ziehen. Das sind, weiß ich nicht, 3, 4 Raw-Ausgaben, 4 Raw-Ausgaben wahrscheinlich, die wir noch haben. Das kann man machen, aber bitte nicht, indem man die jetzt jede Woche jetzt gegeneinander stellt und es ist 5 Rematches gibt, sondern lasst die einfach jetzt gegenseitig noch eingreifen und am Morgen erstmal ein bisschen drüber streiten, wie das Finish gelaufen ist. Und dann kann man für nächste Woche ja vielleicht was ansetzen, was dann ziemlich schnell in einem Brawl endet. Und dann kann man die halt noch 3 Wochen lang einfach sich nicht gegeneinander antreten lassen, sondern einfach in die Matches eingreifen lassen und dann hat man ein schönes WrestleMania-Match. So könnte man es machen, aber das wäre halt zu einfach. Einfach, manchmal zu einfach, zu simpel. Simpel mag es die WWE anscheinend nicht so. Aber trotzdem gab es an diesem Abend auch cleane Finishes. Zum Beispiel im Match Nia Jax gegen Sasha Banks. Das gab es ja schon mal beim Royal Rumble. Oder? Ja, doch, war beim Royal Rumble. Da hat es aber ein anderes Finish gehabt. Die Crowd hat mich überrascht. Die war in diesem Match irgendwie richtig gut dabei. Also die haben Stimmung gemacht wie sonst was. Es gab gute Reaktionen für Sasha Banks, obwohl das Match nicht wirklich gut war. Das war, ich würde sogar sagen, schwach. Also vor allem das Selling von Nia Jax, das war ja wieder absolut grauenhaft. Da hat man wieder gesehen, die Dame gehört eigentlich noch nicht so richtig in den Hauptkader, was das Wrestling angeht. Zumindest kann sie da nicht mit Frauen wie Charlotte oder Sasha Banks mithalten, was die In-Ring-Performance angeht. Am Ende gab's den Roll-Up, Sasha Banks gewinnt, der erste Pin gegen Nia Jax seit einiger Zeit und damit, ja, die erste, die krass aufgebaut wurde und hier dann gepinnt wurde. Das war dann im Laufe des Abends nochmal ein bisschen schwieriger bei einem werten anderen Herren, der ziemlich zottelig und haarig ist. Hier gilt das natürlich nicht für Nia Jax, die ist natürlich eine gepflegte junge Dame. Hat hier aber trotzdem leider nicht den Sieg einfahren können. Das fand ich aber auch okay. Ich meine, wir haben ja vorher gesagt, wenn man beide Richtung WrestleMania ins Raw-Frauentitelgeschehen stellen will, muss man sie auch ein bisschen aufbauen. Man darf hier nicht sagen, eine geht über die andere so krass over, dass die Verliererin dann schlecht aussieht. Das war in Ordnung. Die sahen beide nicht wirklich schwach aus. Und naja, Jax mit einem Roll-Up verlieren zu lassen, ist ja jetzt nichts unbedingt weltzerstörendes. Ja, also erstmal das Match war natürlich alles andere als gut. Das war wirklich, also unterer Durchschnitt halt. Also da sieht man aber halt auch den Unterschied. Ich meine, man kann ja schon den Aufbau und sowas halt von Born Stormen und Nia Jax vergleichen. Aber während Born Stormen sich schon weiterentwickelt hat, passiert aber Nia Jax nicht viel, muss man ganz klar sagen. Und ja, das Match war alles andere als gut. Jetzt hat aber Nia Jax auch nicht das Standing gehabt, also den so krassen Aufbau, wie es Braun Strowman hatte. Und von daher tut er der Wall-Up-Sieg nicht ganz so weh wie halt einen Herrn später. Und zum Aufbau zum Fatal Four-Way-Match für WrestleMania ist das wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung.
Aber ich meine, naja, Jax war halt wirklich einfach unterirdisch. Auch das Setting nach dem Match. Also ich meine, die sollte nachher wahrscheinlich ziemlich wütend und fassungslos wirken oder was, aber sie hat eher gewirkt, als ob sie gleich anfangen würde zu heulen. Und ich dachte mal, was ist denn da los? Und ach, ganz grausam. Also war alles andere als gut. Vor allem passt es halt nicht zu so einer Zerstörerin, wenn die dann nach dem Match heult. Bei Sascha, hier bei Bayley, die hat nach dem Match geheult. Die hat zwar gewonnen, aber das passt halt einfach zu ihr. Wenn eine Nia Jax da anfängt zu weinen, ich meine, die ist ein Monster. Was ist denn das für eine Mimik? Ja, war scheiße, sag ich ja. Das war halt, sie hat echt, also es sah aus, ob sie anfangen, also dagegen kämpfen würde, anfangen zu heulen. Und hat halt versucht, ganz grimmig und böse zu gucken, aber hat halt überhaupt nicht, kam halt überhaupt nicht rüber. War nicht gut. Gut, du kennst das ja sicher auch von dir selbst, die Gesichtsmuskeln nicht ganz unter Kontrolle zu haben. Von daher Ja, mir kannst du machen für. Frauen aber nichts vor. Okay. Naja, Jax verliert hier also via Roll-Up gegen Sasha Banks. Es gab dann, wo wir gerade über Bayley und so weiter geredet haben, können wir eigentlich das Raw-Frauentitelmatch auch noch besprechen. Da brechen wir mal kurz die Chronologie an diesem Abend. Bayley hat ihren Titel aufs Spiel gesetzt gegen Charlotte und zwar nochmal. Das Match haben wir jetzt schon etliche Male gesehen. Hier mal wieder. Und das war an sich, also grundsätzlich würde ich sagen, ganz gutes Match von der Qualität her. Aber die Botches hier waren natürlich nicht zu übersehen. Bayley hat irgendwann Charlotte hier mal in die Ringecke gelegt und wollte dann diesen Elbow-Spot zeigen, wo sie ins unterste Ringseil hüpft und dann einen Elbow-Drop durchführt, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Da hat sie erst Anlauf genommen, hat dann gemerkt, okay, das klappt nicht. Da hat sie nochmal Anlauf genommen und hat ihn einfach voll daneben gesetzt. Also richtig, richtig grauenhaft sah das aus. Hat auch die Crowd komplett aus dem Match rausgenommen irgendwie. Sasha Banks war dann irgendwann außerhalb des Rings und greift ein, wo es dann irgendwie keine Disqualifikation gab. Der Referee hatte wohl gerade was im Auge oder so. Oder einfach. Vielleicht war auch das Booking-Skript irgendwie komisch, das kann natürlich auch sein. Man munkelt hier, das sind alles Spekulationen. Sasha Banks hilft auf jeden Fall Bayley, Charlotte zu besiegen. Bayley besiegt Charlotte, verteidigt ihre Raw-Frauen-Championship und kann damit die Pay-Per-View-Streak von Charlotte brechen, die jetzt einfach so weg ist, Björn. Ja, hast ja eigentlich schon quasi alles erzählt. Nur halt in nett. Dann mache ich das jetzt ganz normal böse, ja. Also, wir haben Bayley gegen Charlotte, ja. Und ich weiß nicht, aber du hast gerade eben schon angefangen damit, von wegen, wir haben das schon so oft gesehen und so. Und es ist mir lange nicht so übel aufgefallen wie heute. Und ich habe auch bei mir zu den Leuten, mit denen ich das in Teamspeak zusammen geguckt habe, gesagt, boah, ist das ätzend. Ich habe das Gefühl, ich gucke seit 3 Jahren jede Woche das Gleiche. Und das ist ja jetzt nichts Böses, sowas halt, aber seitdem wir die tolle Revolution haben und sowas halt, es handelt halt alles um die 4 Frauen, die sehen wir halt wirklich jede Woche untereinander. Also nicht nur bei den Pay-Per-Views, aber bei den Pay-Per-Views ja only quasi. Und es ist halt wirklich, also gefühlt. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Da kann man auch den beiden Damen keinen Vorwurf machen, weil was sollen die denn auch Neues zeigen? Ich meine, die können ja jetzt auch nicht alles neu erfinden, ja? Ich meine, ist halt scheiße, wenn die jede Woche das Gleiche bringen muss, ja? Also das ist ja, also ging schon mal gar nicht halt so. Also ich kam schon mal so schon überhaupt nicht ins Match rein, vor allen Dingen, weil mir ja klar war, wie das Match ausgeht. ja, gut. Und dann kommt halt Sascha Banks auf einmal zum Ring gelaufen. Greift ins Match klar und deutlich ein. Ja, ich habe keine Ahnung, warum es jetzt keine DQ gibt. Also das ist halt so. Da können die mir auch ankommen, von wegen, ja, Wrestling kann man ja machen, wie man will, aber das hat doch mit Logik überhaupt nichts mehr zu tun. Warum gibt es denn da keine Disqualifikation? Was ist denn das für ein Scheiß? Und dann mal eine andere Frage, wer ist eigentlich hier Heel und wer ist eigentlich Face? Ich meine, ist Sascha Banks jetzt der Heel, der den Eingriff macht und Charlotte ist der Face, der darunter leiden muss? Oder. Was ist das denn für ein Blödsinn, Quatsch, Scheiß gebuckt? Also das ist da mal, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil das macht von vorne bis hinten einfach null Sinn. Das geht einfach, ich verstehe es einfach nicht, ja? Und dann ist das Match alles andere als gut. Das war wirklich, also ich meine, nicht nur, dass sie halt nichts Neues zeigen können, aber das war halt von den beiden auch halt, das war ja gar nichts, das war ja unterstes Durchschnitt. Also das war ja nichts Dolles. Und dann nächste Ablenkung.
quasi Heal-Ablenkung und dann gibt's den Belly-to-Belly und One-to-Three und alles, was wir jetzt ertragen mussten mit den ganzen Titelwechseln von Charlotte und sowas halt, damit wir so ein tolles Streak aufgebaut kriegen und sowas halt, machen wir jetzt bei Fastlane kaputt. Ich verstehe, ich, also bitte erklär mir das, ich verstehe es einfach nicht, ich kann es einfach, es geht mir in meinen Kopf nicht rein, da kann mir auch keiner sagen, hör mal Björn, das macht ja alles Sinn, warte mal, das löst sich alles auf und sowas halt. Aber das sind doch alles Sachen, die man sich doch, ich meine, wozu gibt es denn sowas wie WrestleMania und sowas, die große Bühne und sowas halt, wo man dann sowas vielleicht auch erwarten kann. Und ja, es ist nicht schlimm, immer alles manchmal auch zu erwarten. Und es wäre nicht schlimm gewesen, wenn es halt der Titel nochmal gewechselt ist. Ich meine, die Storyline wurde halt nochmal so geschrieben, aber das jetzt hier zu brechen, nur um jetzt einen Überraschungsmoment zu liefern, den ja so jetzt keine Sau später mehr interessieren wird, während es später bei WrestleMania was Großes man hätte rausmachen können, was man in die Geschichtsbücher hätte schreiben können, aber so hat man einfach nur die ganze Storyline um Charlotte und um die Pay-Per-View-Streak und sowas halt einfach total verbrannt. Einfach total sinnlos in die Tonne reingeschmissen nach dem Motto, ach ja, ist uns aufgefallen, ist doch nicht so toll, hör mal, verwerfen wir das. Ich verstehe es nicht, erklär's mir. Du sagst es, da ist halt dieses Ding, wo bringt man denn den Payoff und wo bringt man den Aufbau? Also man hat ja so hier, warte mal, wenn ich hier Zille lese, wir haben einen Live-Chat, ja? Björn meckert jedes Mal rum, warum guckt der WWE überhaupt noch? Ernsthaft, Björn, du bist mir nur noch lächerlich. Ja, dann schalt doch ab, da oben ist ein X, mal ernsthaft, wenn du das toll fandest, dann hör dir eine Review an, die das toll fand. Vielleicht findest du ja eine. Also echt, also das ist doch nicht normal, ernsthaft. Also da kann mir doch keiner erzählen, dass ich da übertreibe, oder? Das Problem ist einfach, dass man den Payoff hier komplett falsch gesetzt hat, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, Fastlane ist nun mal ein Übergangs-Pay-Per-View und da sowas Großes eigentlich mit so viel Potenzial wie eine Pay-Per-View-Streak, die hätte man ja so krass aufbauen können. Ich meine, die hat 16 Mal hintereinander bei einem Pay-Per-View gewonnen. Die hat vorher nie bei einem Pay-Per-View verloren. Das ist eine Siegesserie, aus der du so viel machen kannst einfach. Du kannst da, eigentlich kannst du die super vermarkten, kannst die immer erwähnen und so weiter. Und hier wurde das halt so in einem Nebensatz dann von Michael Cole nach dem Match gesagt. Das heißt jetzt, Bayley hat die Siegesserie von Charlotte gebrochen. Wow, ist das krass. Ja, aber es wäre krasser gewesen, wenn das bei WrestleMania passiert wäre, mit einem richtig krassen Aufbau. Allgemein, wenn der Payoff für Bayley, das Erreichen ihrer Träume einfach bei WrestleMania passiert wäre, mit dem Bruch der Streak. Klar, das wäre vorhersehbar gewesen, aber Wrestling muss manchmal vorhersehbar sein, wenn man auf ein Ziel konstant hinarbeitet. Dann ist das Ziel vielleicht schon in Sichtweite. Man hat uns das Ziel schon in Sichtweite genommen, dass Bayley ihren großen Moment kriegt und ihren ersten Titel bei WrestleMania gewinnt, ja? Jetzt haben wir alle gesagt, okay, dann ist es halt nur auch die kleine Variante, indem dann halt die Pay-Per-View-Streak bei WrestleMania bricht, ja? Und was ist jetzt Bayleys Moment bei WrestleMania? Ja, wahrscheinlich den Titel zu verlieren. Gratulation! Da freut sich jeder Fan drüber, oder? Das wollten wir doch alle so, oder? Als Bayley hoch ins Mainmaster gekommen ist, haben wir doch gesagt, mal, wäre das nicht die geile Storyline, wenn die so kurz vor WrestleMania den Titel gewinnt? Total aus dem Out of Nowhere, ohne Bedeutung und sowas halt, damit sie nicht bei WrestleMania Out of Nowhere wieder ohne Bedeutung verlieren kann. Das ist doch toll, oder? Ja, du sagst es. Also ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen sehr eigenartig inszeniert worden dann, aber vielleicht wollte man auch gar nicht groß was daraus machen, das kann natürlich auch sein. Man hat aber auf jeden Fall Potenzial verschwendet und das sieht man dann halt so, also sehe ich zumindest als Zuschauer und dann denke ich mir halt, schade, da hätte man mehr daraus machen können. Aber gut, so sei es. Charlotte gegen Bayley, also hier die Titelverteidigung von Bayley. Machen wir weiter auf der Card, denn es gab auch einigen Filler-Kram. Rusev und Jinder Mahal haben sich irgendwie Backstage in die Haare bekommen. Und dann wurde es richtig schwerfällig, weil Jinder Mahal und Rusev dann irgendwie Singles-Matches bekommen haben. Die haben sich erstmal so ein bisschen gebrawlt. Mahal bekommt dann ein Match gegen Cesaro. Cesaro gewinnt das nach Ablenkung von Rusev. Und dann hat Rusev hier Jinder Mahal wieder weg. Also man löst hier quasi ein Tag-Team auf. Gibt Cesaro wenigstens einen Pay-Per-View-Spot. Das war cool. Hat auch super Reaktionen hier gezogen. Einen Einzelsieg. Aber diese Rusev-Jinder-Mahal-Storyline, muss ich ganz ehrlich sagen,
Er hat natürlich auch den Grund, weil das Tag Team nicht sonderlich relevant war, aber das catcht mich halt einfach auch nicht so wirklich, wenn man hier ein Tag Team, was mich null interessiert hat, was auch null Relevanz hatte, dann aufspaltet. Hier beim Pay-Per-View sogar mit zwei Filler-Matches. Dann zum anderen Filler-Match kommen wir gleich. Cesaro gegen Mahal war aber schon, ja, bezeichnend, sage ich mal. Ja, also erstmal versucht man gerade Rusev optisch zum Babyface aufzubauen, oder? Ich meine, Stimmt, der war ja jetzt handsome. das sah eigentlich so, das sah ja ganz gut aus halt so, aber dafür hat man ihn dann später halt wieder anders falsch gebuckt. Also erstmal die ganze, waren das eigentlich, so sollten ja quasi drei Matches werden, mehr oder weniger halt, die wir, oder zwei Matches, die wir dann bekommen haben, das war ja, ist ihnen das 5 Minuten vorher aufgefallen, scheiße, wir haben noch eine halbe Stunde lieber irgendwie filmen müssen, weil uns ja aufgefallen ist, das Main Event, der geht ja gar nicht so lang, oder? Das war ja alles total wirr. Also, das fing mit dem Backstage-Segment an und dann kam Rusev und Jinder Mahal da raus. Die brawlen sich da auf einmal und dann kommt auf einmal Sheamus heraus mit Cesaro und Sheamus geht aber wieder und dann führt auf einmal Cesaro ein Match gegen Jinder Mahal, während Rusev noch draußen rumliegt. Was ganz okay war, das Match, aber vollkommen ohne Bedeutung und keine Ahnung, was halt, ja, das war irgendwie, verstehe ich nicht. Anschließend tut dann Rusev wieder Jinder Mahal abfertigen, damit Big Show rauskommt, der den Save macht. Megaface Big Show, der dann auch bejubelt worden ohne Ende ist, auch in dem Match, was er anschließend gegen Rusev auch mal hatte, total over war und ja, dann darf er da auch noch Rusev abfertigen. Und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr irgendwie. Was hat eigentlich Rusev getan? Was hat Rusev eigentlich getan? Hat Lana Vince nicht rangelassen und deswegen muss jetzt Rusev leiden? Oder was ist Junge, passiert? also das war ja schon ganz schön eigenartig auch hier. Also einmal gewinnt Cesaro gegen Mahal durch Ablenkung von Rusev. Und dann gibt es hier drei Chokeslams und Big Show schlägt Rusev im Jahr 2017. Du hast schon recht. Also da muss irgendwas vorgefallen sein, backstage, weil, also irgendwie Heat oder was weiß ich. Oder vielleicht, was ich mir wirklich vorstellen kann, jetzt mal ohne Spaß, dass Rusev sich die Haare geschnitten hat, weil Lana hat gesagt hat, oh, das sieht toll aus. Und da komme ich schneller. Irgendwie so. Und dann meinte Rusev halt, okay, das mache ich, das ist easy going, machen wir so. Aber hat halt Vince nicht gefragt. Und Vince sagt sich, ja, im Wrestling zählt der Look Ja. und da musste hier die schönen Bulgaren Barbarenhaare haben und hat ihn deswegen jetzt hier mal abfertigen lassen. Keine Bei Ahnung, was da Backstage Vince nicht vorgefallen so ist. unwahrscheinlich, aber das Problem ist ja, Rusev, ich meine, das ist ja heute quasi eigentlich nur die Krönung gewesen, quasi von dem Ganzen, ja, aber ich meine, Rusev wird ja schon seit Wochen mehr oder weniger lächerlich dargestellt, ja, das ist ja, da jammer ich ja auch schon seit Wochen drüber halt, ja, aber das war ja heute, war das ja, das ist ja. Ich meine, ich weiß, Big Show muss aufgebaut werden für WrestleMania. Die muss er ja gar nicht mehr, ne? Ich meine, Junge. O'Neal hat doch abgesagt. Also, ich meine, für was eigentlich? Ich verstehe das. Das ist doch alles. Das war einfach. Das kannst du bei War bringen, von mir aus. Und selbst da wäre es relevanzlos. Was ist da eigentlich los? Shaquille O'Neal, der sagt jetzt irgendwie ab für das Match bei WrestleMania. Vielleicht hat er es nicht geschafft, sich den Sixpack anzutrainieren oder rechtzeitig abzunehmen und hat deswegen Angst, da im Spotlight zu stehen, in nicht Topform. Aber keine Ahnung, was der Grund ist. Auf jeden Fall sagt er hier dieses Match ab. Das war ja richtig eigenartig. Vielleicht weiß er nicht, dass das alles nur Show ist und er hat einfach nur Angst, weil er gesehen hat, oh, Big Show ist jetzt in Bestform, Best Shape ever. Das hat er vielleicht Angst vor dem oder so, ich weiß es nicht. Also, jetzt mal by the way, ohne Spaß, das ist ja schon ein bisschen eigenartig, wenn man ein Match ein Jahr vorher ankündigt, irgendwie so bei einer Pressekonferenz, das dann aber nicht wirklich ankündigt, Big Show aufbaut und dieses Match dann doch nicht passiert, Fragezeichen. Also vielleicht passiert es ja, Ich meine, du klar. bist ja bei den News noch mehr drin als ich. Ist da mittlerweile mal was bekannt gegeben worden, warum das jetzt nicht stattfinden soll? Oder immer nur noch die einzigste Aussage, ja, es ist da was zwischen gekommen. Das Ding ist halt, es gibt eben auch diese, oder gab diese Pläne mal, dass eine Storyline um eben genau diese Sache aufgebaut werden soll, um Shaquille O'Neal, der eben sagt, ja, ich drück mich so ein bisschen von dem Match und so weiter. Vielleicht bringt man das so jetzt hier rein, ich weiß es nicht, weil sonst würde man ja Die haben auch. nur die Storyline vergessen, meinst du? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir sind da auch nicht involviert, das können wir nicht beurteilen. Ich weiß nicht. Ja, ist halt, ne, ist halt schade. Es sind halt so Momente wie halt auch der Wonder Wowsy-Moment, den man halt auch, Wowsy?
den man quasi aufbaut für ein Jahr später, den halt dann nie zustande kommt. Und das gleiche ist jetzt halt mit Shaquille O'Neal, was man halt letztes Jahr bei WrestleMania angefangen hat aufzubauen und dann quasi auch schon geteasert hat und bis zuletzt ja eigentlich geteasert hat, und das findet jetzt auch wieder nicht statt. Also ist ja schon komisch. Und dann würde ich schon ganz gerne wissen, was da passiert ist. Also wollte der auf einmal zu viel Geld oder haben die vorher nie drüber gesprochen oder ist Shaquille O'Neal auf einmal beim Training aufgefallen, oh, das könnte auch mal wehtun oder woran liegt das? Also ich verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da kommt. Ich weiß nur, dass wir einen Gegner für Finn Balor auch noch brauchen. Vielleicht stellt man ja Big Show gegen Finn Balor. Das wurde ja nämlich gerade im Chat geschrieben. Glaube ich aber nicht. Großartig. Das wäre halt aber auch eine coole Sache, wenn man sagt, okay, wir brauchen einen Aufbaugegner für Balor bei WrestleMania auf der großen Bühne und nehmen halt Big Show dafür. Also es würde eigentlich schon durchaus... Da würde Balor schon profitieren. Achso, und jetzt Balor kommt jetzt morgen raus bei Money in the War und sagt, ey, ich bin nach meiner Verletzung wieder da und ich hatte hier eigentlich den Gürtel gehabt oder so, aber ich habe eigentlich gehört, boah, hier gibt es so einen ganz, ganz großen, boah, den wollte ich unbedingt mal herausfordern. WrestleMania, große Bühne, Big Show, du und ich. Ja, gut. Scheiß auf den Titel und so. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das ist doch... Also, wenn du Balor noch irgendwie zu WrestleMania bringen willst, dann kannst du ihn doch... Dann musst du ja irgendwie zumindest... Ich meine, du kannst dich ja nicht rausbringen lassen und sagen, okay, ist alles, was mit dem Titel war und so, ist vollkommen egal. Das ist doch, das kannst du doch nicht machen. Dann bring ihn erst nach WrestleMania. Dann bring ihn erst nach WrestleMania. Wenn ein Titel gar nichts zu tun haben soll und so, dann bitte erst nach WrestleMania, bevor er da rauskommt und sagt, ach nee, hör mal, ich habe eigentlich heute mal Lust auf den Großen. Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, im Wrestling klappt das ja. Wenn du sowas erzählen willst, dann funktioniert das auch. Du kannst das so machen. Du kannst auch sagen, okay, beweis dich mal oder was weiß ich, irgendwie sowas. Da kann man ja schon Storyline-Mittel anwenden. Was dann im Endeffekt da folgt, keine Ahnung, da müssen wir wohl abwarten. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum nächsten Match. Es ging um den lila Gürtel, den Cruiserweight Champion-Titel. Jack Gallagher gegen Neville, ein gutes Match, was sehr, sehr intensiv geführt war, auch absichtlich sehr heftige Bumps genommen, um diese Intensität hochzuhalten. This is awesome Chance für ein Match, das nicht wirklich diese Chance verdient hat, in Anführungszeichen, sag ich mal. Was halt, also ich weiß nicht, ich fand das Match jetzt nicht so krass, dass ich da This is awesome gechantet hätte. Trotzdem natürlich eine schöne Würdigung der Leistung. Neville verteidigt seinen Titel gegen Jackie, den Regenbogenmann. Also da muss ich ja sagen, persönlich, ich meine, das ist jetzt meine Überraschung des ganzen Abends, weil ich erwarte ja da gar nichts mehr und sowas halt, ja. Aber für mich war das das Match des Abends. Also ernsthaft, also erstmal auch Jackie hat mich auch in Ring nochmal positiv überrascht, auch was die ganze Story anging und sowas halt. Und die Headbutts sind halt eh krass und sowas halt. Und ich fand das Match stiff, intensiv. Es hatte seine Spots gehabt. Wir haben am Ende den Red Arrow gesehen, obwohl es, wie wir gesagt haben, das ist ein Face-Move und so, war es absolut passend halt, um Jackie den Rest zu geben, um das Match glaubhaft zu machen und sowas halt. Ich fand eigentlich, dass Neville ist da positiv gestärkt rausgegangen, hat einen großen Sieg bekommen. Jackie hat auf gar keinen Fall unter diesem Match gelitten, sondern eher halt auch sich halt in dem Match eher ein, zwei Fans dazu gewonnen. Und ja, von allen anderen Scheiß, die wir uns am ganzen Abend angucken mussten, war das echt noch die größte Überraschung. Ja, Roman Reigns sagen. Also Jack Gallagher, der hat hier definitiv abgeliefert und allgemein muss man auch sagen, was der im Ring zeigt, ist ja wirklich, das hat Hand und Fuß. Der ist ein erfahrener Wrestler, macht das sauber, macht das gut, hat einen interessanten Stil, auch wenn viele Leute den Stil nicht mögen, muss man zugeben, dass er diesen Stil wirklich in einer relativ, ja, fast schon perfekten Art und Weise zeigt und von daher, was das Wrestling an sich angeht, die In-Ring-Performance, da hat Jackie wirklich nichts verkehrt gemacht an diesem Abend. Ja, vor allem, weil er ja auch so ein Comedy-Charakter ist und sowas halt und das auch gerne im Match zeigt und sowas halt, aber das haben sie hier, das war in den ersten anderthalb Minuten präsent, der kleine Comedy-Faktor-Teil, ja, mit in der Ringecke und ich halte mein Bein da hoch und sowas halt, ja, und dann war auch gut. Und dann ging es halt stiff zur Sache und so. Und dann kann man sowas ja auch machen. Dann ist das auch vollkommen passend. Und ich fand das Match wirklich überraschend stark und gut. Also. Ja, war durchaus ein ansehnliches Match. Ich fand es jetzt aber auch nicht so stark wie du, glaube ich. Aber konnte man sich auf jeden Fall anschauen und war eines der besseren Aufeinandertreffen
des Abends. Was man natürlich in der Cruiserweight Division auch noch erwähnen muss, Austin Aries. Zudem wurde eine Vignette am Abend eingespielt, kurz vor dem Cruiserweight-Titelmatch. Natürlich ein, ja, ganz klarer Hinweis, der wird hier auch bald involviert werden. Ausschnitte aus NXT, wo er im Ring zu sehen war, beziehungsweise seine In-Ring-Aktionen gezeigt wurden, der wird definitiv bald Teil der Cruiserweight Division werden. Ja, erwarten wir seit einem halben Jahr oder so, indem der am Pult herumhampelt, oder? Ja gut, also er war ja dann noch verletzt. Mittlerweile ist er Ja, das ja nicht aber mehr. ich meine, das ist ja jetzt auch jetzt nichts Neues. Also ist nett gewesen, dass wir das jetzt wissen, aber ich meine, okay. Okay, Björn, bist du nicht so gehypt drauf auf AA, The Great? The Ehrlich Great One? gesagt nicht, nö, nö. Ah, okay. Der könnte auch außerhalb der Division ohne Probleme mitmischen. Hat sich sogar gereimt. Das Problem ist halt, Austin Aries. Das ist quasi ein Lob an die Person halt. Also ich möchte damit sagen, es ist eigentlich, ich meine, klar kann man natürlich sagen, hat er dort größere Chancen, das ganz große Gold zu erreichen, ja, für die Division gesehen. Aber ich glaube, dass er in diesem Kosmos Two of Five ja zu klein gehalten ist. Kann natürlich gut sein, wobei du müsstest halt Austin Aries wirklich dann neu etablieren und so weiter. Und das hat ja schon bei NXT nicht ganz funktioniert. Und ich glaube, im Main Roster würde das dann genauso wenig hinhauen. Wobei er natürlich Ja, du schon musst ihn halt reden durchaus. lassen, ne? Du musst ihn halt reden lassen. Das ist das Wichtige. Zeit geben und reden lassen. Ja, das hat man bei NXT auch gemacht. Trotzdem hat es nicht wirklich geklappt. Das ist das Problem. Also ich weiß nicht, ob man das so im Hauptkader noch packt, so vor allem mit vielen NXT-Neukömmlingen, jetzt mit Samoa Joe, auf den man seinen Fokus legt und so weiter. Die müssen ja alle aufgebaut werden. Ich denke, das ist besser, wenn man den erstmal zu den Cruiserweights auf jeden Fall steckt. Also ich finde das eine richtige Entscheidung tatsächlich. Ja, gut. Ja, kann man. Ja, ist in Ordnung. Ist in Aber guck mal, Ordnung? ja, guck mal, Bader zum Beispiel, wir wissen noch nicht, was wir mit Finn Bader machen, ne? Können wir die nicht für die Cruiserweight-Titel antreten lassen bei WrestleMania? Mal sehen. Der passt auf jeden Fall da Weight Limit. Wiegt ja unter 205 Pound. Von daher, ja, Finn Bálor für Cruiserweight Title. Und Finn Bader gegen Neville ist ein gutes Match. Vom Universal Title zum Cruiserweight Title, die Erfolgsgeschichte von Finn Bálor. Das werde ich bei der Power Wrestling dann titeln, wenn das so umgesetzt wird. So, gehen wir zum vorletzten Match des Abends und für mich das beste Match des Abends tatsächlich. Ich rede von Roman Reigns gegen Braun Strowman. Und ich weiß nicht, ob dir das ein bisschen überrascht jetzt hier, dass ich das als bestes Match des Abends einschätze, aber ich fand das ja wirklich stark, so was da im Ring passiert ist. Und es war auch, muss man sagen, endlich mal wieder was, was mich interessiert hat. Was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass Roman Reigns Nike-Turnschuhe anhatte, weil das so ungewohnt einfach aussah. Ich weiß nicht, wieso hatte er seine Stiefel nicht an? Ja, du bist auch so einer. Ich meine, meine Kollegen auch. Das Erste, was so, Waynes kommt raus, er so, boah, der hat neue Schuhe. Ich habe Waynes noch gar nicht richtig wahrgenommen. Da haben die Leute schon festgestellt, der hat neue Schuhe an. Und ich denke mir immer so, ist das das Erste, wo die Menschen heutzutage drauf gucken, dass die Nee, alle so ich hab das erst Schuhfetischisten so. waren? Nee, klar, aber ich meine, ist mir dann auch aufgefallen. Und ja, aber hat mich jetzt nicht weiter abgelenkt. Also, ich muss aber sagen, ich gebe dir vollkommen recht, das Match war besser als erwartet. Vor allem, weil halt Strowman gegenüber Nia Jax gelernt hat und besser geworden ist im Ring und halt ein Match zwischen, ja, Roman Reigns ist auch nicht der Kleinste, ist aber auch kein richtiger Big Man und ich weiß, darüber möchte ich mich nicht groß streiten, aber Roman Reigns kann Big Man Matches worken und das hat gepasst zwischen den beiden. Das war vollkommen okay, das war vollkommen solide. Da habe ich gar nichts dran zu meckern. Auch ein Lob an Braun Strowman, weil auch wenn der mehrere Minuten geht und jetzt ist auch mal wieder der Beweis an Roman Reigns, dass er ja auch nicht der Schlechteste im Ring sein kann, weil es hieß ja immer, der wird ja immer nur gezogen von den ganzen Leuten. Ist er jetzt von Braun Strowman gezogen worden? Fragezeichen. Glaube ich wohl eher nicht. Also ich denke, da haben beide ihren Teil für beigetragen, dass das echt ein gutes Match gewesen ist. Match des Abends möchte ich jetzt nicht halt wirklich sagen halt, aber es war echt gut und kann ich nichts gegen sagen. Aber ja, sorry. Da müssen wir natürlich nur über das Ende irgendwann zu sprechen kommen. Und Warte, 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 warte. meine Notiz steht hier, hier steht bei mir steht Single Match Roman Reigns versus Braun Strowman. Fuck you, WWE. Also bei mir steht das tatsächlich etwas sachlicher, Björn. Man kann ja sagen, was für. Also das Match an sich, ich habe ja wirklich, weil du meintest, dass es besser war als erwartet. Ich habe eigentlich genau sowas erwartet tatsächlich. Also
Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. So ein Brawl-Match mit Roman Reigns ist eigentlich immer richtig sehenswert. Und Ja, das aber war es eben hier auch war mit ja kein Strowman so. No-DQ. War ja kein No-DQ, dass sie jetzt eine halbe Stunde außerhalb prügeln konnten oder sowas halt. Aber so war es ja schon in Ordnung. Ich meine, der Tischspot und sowas von Strowman, wo er da Roman Reigns durch den Tisch haut und sowas halt, das war schon geil. Also. Da ist der Kommentatorentisch der Spanier tatsächlich draufgegangen. By the way, auch unsere Freunde Calvin Knie und Tim Harbour waren wieder im Ring. Dieses Mal hat Tim Harbour sogar fast den Einsatz richtig abgepasst. Schöne Grüße an die beiden nach Amerika, falls sie das hören, was sie ganz, ganz sicher tun werden. So, großes Lob an Braun Strowman. Der hat hier abgeliefert. Am Ende gewinnt aber trotzdem Roman Reigns. Beendet den Aufbau von Braun Strowman. Eine starke Leistung von Strowman, der hier trotzdem am Ende 1, 2, 3 auf der Matte liegt, nach seinem Riesenaufbau. Ich lehne mich jetzt einfach zurück. Ich lass dich jetzt mal übernehmen. Ja, man musste ja sowas schon fast erwarten, als beim Entrance immer so fünfmal erwähnt worden ist, dass Braun Strowman ja noch nicht einmal gepinnt worden ist. Und da habe ich mich schon gefragt, ist das eigentlich ein wahrer Fakt? Ich meine, zu Wyatt-Family-Zeiten wurde Braun Strowman da nie gepinnt, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich meine, wir haben diesen ganzen Aufbau von Braun Strowman, ja? Und wir haben wirklich sowas Großes. Ja, doch, eigentlich doch, wir haben doch, man muss doch mal ehrlich sein, wir haben was Großes geschafft mit Braun Strowman. Und Braun Strowman wäre ein ernsthafter Gegner gewesen für, ja, es wird ja so kommen, dass dann Brock Lesnar gegen Goldberg den Titel gewinnt. Und irgendwann muss Brock Lesnar ja den Titel auch abnehmen. Und dieser Aufbau wäre ja dafür geradezu perfekt gewesen. Nein, stattdessen will uns einfach Vince sagen, fickt euch alle. Das ist mein Roman. Und da sagt der Roman, kann ja nichts dafür und so. Und ach, komm, leck mich doch am Arsch, ey. Das ist. Haben wir heute hier den einer der größten Pay-per-Views des Jahres gehabt, wo man einfach die ganzen Payoffs auf einmal packt oder was? Und aber alles nur so Abfuck-Payoffs, die eigentlich gar keiner haben wollte und so. Und du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du jetzt. Ich meine, okay, wenn du halt nicht einen Undertaker da hast, weil er nicht da ist oder was halt, dann mach doch irgendwas anderes, aber du kannst das doch nicht. Du kannst doch nicht Braun Strowman clean da pinnen und Feierabend. Ach komm, hör mir auf. Ich will da auch gar nicht mehr. Was soll ich da groß noch zu sagen? Außer, ich meine, da wird jeder normal denkende Wrestling-Fan wird sagen, ja, Hammer, das ist. Dafür hätte man ihn jetzt nicht aufbauen müssen. Und wer da was, wer das anders sieht, weiß ich nicht. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das tut doch ihm weh. Und dann kann mir keiner sagen, das hat doch Braun Strowman nicht groß geschadet. War ja schließlich der große Roman Reigns, die da verloren hat oder was halt. Natürlich, das war. Man hat damit einfach alles kaputt gemacht. Sorry. Natürlich ist er immer noch groß und stark und wird Leute zerstören, aber das große Momentum ist einfach im Arsch, im Sack, weg, kaputt. Einfach so verpufft in einem Mid-Card-Match, in einem Mid-Card-Pay-Per-View. Wenn nicht sogar ein Undercard-Pay-Per-View, wenn man ehrlich sind. Einfach so verpufft. Weg. Puff. Brauchen wir nicht. Scheiß drauf. Was haben wir uns eigentlich letzte anderthalb Jahre Mühe gegeben mit dem Mann? Hätten wir uns auch schon was sparen können. Das, also hier natürlich auch wieder der Payoff völlig falsch gesetzt. Und das Ding ist halt, man baut Roman Reigns klar ersichtlich auf. Braun Strowman wurde jetzt die letzte Zeit Man baut extrem. Roman Reigns auf. Du willst mir doch nicht erzählen, dass wenn das jetzt hier ein Fuck-Finish gibt, wenn die beiden sich jetzt einfach nach dem Match, so wie es gelaufen ist, einfach außerhalb geprügelt hätten, beide Double Count gegeben hätte, willst du mir nicht erzählen, dass das irgendwie Roman Reigns auf seinem Aufbau zu WrestleMania irgendwie geschadet hätte? Oder willst du mir nicht erzählen, dass das Roman Reigns jetzt irgendwie groß hilft, dass er Braun Strowman geschlagen hat? Das interessiert in ein, zwei Wochen keinem mehr. Obwohl es ja die erste Niederlage von Braun Strowman war, ja? Aber den Sieger. So an wie unwichtigen Scheiß und sowas halt, gerade bei Roman Reigns, das ist in 2 Wochen wieder vergessen und das hat Roman Reigns doch gar nicht mehr zu WrestleMania nötig gehabt. Aber dass die Niederlage von Braun Strowman da steht, daran werden wir uns erinnern, ja. Rom, ja klar, das hat ihm auch gescheitert. Ich will dir auch nicht erzählen, dass das irgendwie gut war. Versuch es nicht gut zu reden, der braucht das, der braucht, also als ob der das irgendwie gebraucht hätte für WrestleMania. Und fuck braucht er für WrestleMania. Man baut. Selbst eine kleine Niederlage hätte ihn nicht geschadet. Ich Darf ich gehe jetzt so reden? weit und sage, eine kleine Niederlage hätte ihn nicht geschadet. Ich versuche es nochmal. Okay, ich wurde noch nicht unterbrochen.
Okay, man baut Roman Reigns auf, obwohl er nicht die gewünschten Reaktionen zieht. Der wird bei WrestleMania gegen den Undertaker antreten, hat jetzt hier halt einen großen Sieg bekommen, auf Kosten von Braun Strowman. Das hätte man auch durchaus umgehen können. Vor allem muss man ja auch sehen, wieso muss man denn Roman Reigns Man so... muss das Match ja gar nicht erst booken. Der kann doch irgendjemand anders da abfertigen, der Reigns, wenn er unbedingt den Sieg braucht. Der braucht ja keinen Sieg, das ist ja das Ding. Wieso braucht er jetzt einen Sieg, bis er gegen den Undertaker antritt, den er ja sowieso besiegen wird? Und ich kann dir was sagen, der wird halt aufgebaut, Roman Reigns wird aufgebaut, obwohl er nicht die gewünschten Reaktionen zieht. Und ein Sieg gegen den Undertaker, das würde vom Heat-Level, von dem Level her oder vom Sound wie ausgebucht, das würde nochmal Nummer 30 beim Royal Rumble 2017 und den Rumble-Sieg 2015, ja, übertreffen. Das ist ja, also an sich ist es ja grundsätzlich nichts Schlechtes, ihn aufzubauen, obwohl er nicht die gewünschten Reaktionen zieht, weil er eben trotzdem zum Star wird dadurch. Also er wird halt nicht akzeptiert von den Fans, aber er ist halt trotzdem dann ein krass aufgebauter Star. In welche Richtung er geht, ist ja erstmal zweitrangig. WWE braucht aber halt aktuell Faces. Und ein Roman Reigns gegen einen Undertaker, das ist halt schon interessant, aber... Also da ist ja so viel mehr Potenzial dann auch drinnen, wenn man Roman Reigns dann wirklich mal full-blown zum Heel machen würde. Aber darüber reden wir auch schon seit Jahrzehnten gefühlt. Ich weiß nicht, es war schon relativ skurril, was man hier wieder gebracht hat. Braun Strowman, der so einen großen Aufbau hat, der jetzt hier quasi verschenkt oder nicht verschenkt wurde. Er wurde ja nicht verschenkt, aber er wurde weggegeben und Roman Reigns hat davon profitiert. Roman Reigns, der den Sieg über Strowman eigentlich gar nicht gebraucht hätte, weil der hätte auch so gegen den Taker gewinnen können. Er sah jetzt hier halt nochmal stark aus, aber der hätte auch, wie du es gesagt hast, jemand anderes sich für hinlegen können. Das, also der aktuelle Stand, das ist natürlich schade für Strowman jetzt, aber wie geht's denn für ihn weiter? Andre the Giant, Memorial Battle Royal, Björnster? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer ist denn da in der Midcard noch frei? Könnten wir den antreten? Weiß ich nicht. Also ein Einzelmatch wird er, Wer glaube ich, nicht bekommen. könnte den Aufbau gebrauchen? Ich meine, noch könnte man ja ein bisschen was von seiner Stärke und sowas, weißt du, die irgendwie von der Reststärke noch irgendwie profitieren. Wir könnten gerade einen Aufbau gebrauchen. Ja, wie wär's mit einem Taxler oder was? Vielleicht kann der nochmal eine Chance kriegen und darf jetzt mal gegen Swarman gewinnen? Jetzt, wo die, jetzt, wo, wo, wo der Sieg eh gebrochen ist, da kann man auch einen Taxi mal gegen gewinnen lassen, oder? Taxler übrigens für die Leute, die es nicht wissen. Der Spitzname von Sami Zayn, da dieser ja aussieht mit seiner Kappe und so, mit seinem Taxlertanz wie ein Taxifahrer. Ja, oder Jinder Mahal muss aufgebaut werden, ich weiß es nicht. Der ist auf jeden Fall ein Tier, der hat seine Steroide schon lange nicht mehr unter Kontrolle und bei dem, ja, wächst alles, glaube ich. Auch die Rückenhaare. So, außerdem gab es eine New Day Promo am Abend. New Day, die uns ein bisschen den Vorgeschmack gegeben haben auf das, was uns wahrscheinlich bei WrestleMania erwarten wird. Da sind die ja die Hosts. Hier haben sie eine, das war ja auch affig, so ein Fahrrad rausgefahren mit so einer Eiscreme-Maschine. Also ein Host-Mania-Vorgeschmack quasi von New Day. Das hat Ja, mich jetzt aber nicht genau. sonderlich unterhalten, glaube ich. Das Hoffe wollte ich ich. gerade sagen. Das ist das, was uns bei WrestleMania erwarten wird mit New Day. Und sagen wir mal ehrlich, ey, das war so eine irrelevante Scheiße, wie ich es jetzt bei War nicht sehe. Mal ernsthaft. Kommen die ja mit einem blöden Eiswagen rausgefahren und erzählen 5 Minuten Blödsinn und verschwinden wieder. Ja, das haben sie getan. Ja, was soll ich dazu sagen? Am besten nichts, Björn, Ich wollte es so sonst. darstellen, für die Leute, es gibt ja Leute, die hören sich ja nur die Review an und sowas halt und wissen nicht passiert ist, was passiert ist. Und ich wollte es nur optisch darstellen. Sollte man sich Nudel das kam nochmal im Nachhinein raus anschauen? mit einer Eistruhe, haben 5 Minuten Blödsinn erzählt und sind wieder gegangen. Pay-per-view. Es gibt Leute, die zahlen dafür Geld. Ja, also ich hoffe, du hast auch dafür Geld gezahlt, ich auf jeden Fall. Aber ich habe Ja, ja auch ich eher für auch, das. ja. Ich habe eher, glaube ich, für das Richtig. Network gezahlt und nicht für den Pay-Per-View. Ich zahle nur für die 24, für die komischen 24
WB24, die Dokumentation, meinst du? Dokumentation, genau, weil das ist das Einzige, was sich lohnt, Die echt. komische Und es sind 24. Sachen, die man sich angucken kann. Da ist echt gute Sachen auf dem Network. Network. Okay. Das also zu New Day. Die haben hier an diesem Abend auch einen Minispot bekommen, aber das ist ja auch schon mehr als überfällig, dass die sich dann auch irgendwann mal dieser Gruppierung wegbewegen, ob sie sich jetzt friedlich trennen oder sich gegenseitig zerfleischen mit einer Triple Threat Fehde. Das soll mir mittlerweile herzlich egal sein. Payoffs gibt es ja nicht mehr. Die sind bekanntlich ein Mythos im Wrestling. So. Es ging um den Universal Champion Titel. Bill Goldberg gegen Kevin Owens. Kevin Owens, der letzten Sommer den Universal Champion Titel gewonnen hat in einem Fatal 4-Way-Match bei Raw. Seth Rollins auf dem Weg zum Sieg, da kam Triple H rein, hat ihn quasi gescrewt. Kevin Owens wurde neuer Champion und hat den Titel wirklich bis Fastlane gehalten. Goldberg auf der anderen Seite kam zur Survivor Series 2016 zurück, hat Brock Lesnar in einer Minute 30 geschlagen und den mit krassesten Aufbau damit der letzten Jahre in der WWE. Also der steht ja wirklich über allen anderen im Roster, so mit Brock Lesnar, aber auch natürlich aktuell über Brock Lesnar, was das Showing angeht. Er ist der Universal Champion nach einem Szenario, das ich jetzt erläutern werde. Goldberg war ja vor, also man muss ja sagen, dieses Match hat sich krass angefühlt. Und es war auch irgendwie der Grund, warum ich diesen Pay-Per-View mitgeguckt habe. Und das ist ja cool, wenn das ein Main Ich will Event was ausstrahlt. Positives sagen. Ja, bitte. Das war das erste Moment des ganzen Abends, dass ich gedacht habe, oh, ich gucke ein Pay-Per-View. Das hat sich Wunderbar. groß angefühlt. Boah, machst du gerade irgendwas mit deinen Zähnen oder hängst Ach du so, da? ja, ich sitze, ich liege, also, ja, sorry, ich habe gerade. Du weißt, ich bin hier quasi in Fötusstellung und weine. Björn, dann bring ich dir mal für Karat dann nächstes Wochenende bring ich dir ein paar Taschentücher vorbei, dann kannst du hier mal dich richtig heftig ausheulen, denn die wirst du wahrscheinlich nach WrestleMania auch brauchen, wenn es so weitergeht. Ich war vorher sehr angespannt, das hat sich wie ein Pay-Per-View angefühlt. Kevin Owens hat mit Goldberg gespielt, rollt sich immer wieder aus dem Ring, das Match wurde angeläutet, auf einmal kommt der Chris Jericho Theme Song. Owens komplett abgelenkt von seinem ehemaligen besten Freund, den er ja hintergangen hat, dass es einen Spear gab, der ins Ziel ging. Der Jackhammer folgt 1, 2, 3. Goldberg gewinnt innerhalb von Sekunden und ist neuer Universal Champion bei Fastlane. Steht am Ende oben mit dem Titel, feiert Goldberg gegen Lesnar um den Universal Champion Titel bei WrestleMania, sowie Kevin Owens gegen Chris Jericho um den United States Champion Titel bei WrestleMania. Das die Fäden, die man vorbereitet hat. Die Matches, die man eingeleitet hat für WrestleMania. Also eigentlich genau das, was so ein bisschen erwartet wurde in meinen Augen. Gab jetzt natürlich einen riesen Aufschrei in der Wrestling-Community. Langweiliges Ende. Und so weiter. Hier schreiben die Leute, das ist hier 0,25 Sterne. Was war das denn für eine Scheiße? Buh, langweilig, Bullshit und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, also hier steht irgendwie 18 Sekunden, ist ja auch egal im Endeffekt, wie viele Sekunden das waren. Im Endeffekt hat Kevin Owens den Titel hier in einer sehr, sehr schnellen Manier verloren und sah aber auch irgendwie wieder aus wie so ein feiger Heel, weil er sich die ganze Zeit aus dem Ring gerollt hat. Also ich hoffe, dass man nicht in diese alte Owens-Schiene zurückgeht, sondern ihn diesen Zerstörer sein lässt, der ja in den letzten Wochen irgendwie schon ein bisschen war in der Fehde mit Chris Jericho. Also ich hoffe, dass das gut weitergeht. Ich habe mich jetzt nicht riesig aufgeregt, dass Goldberg den Titel gewonnen hat. Denn es hat ja auch Vorteile. Aber jetzt lasse ich erstmal den Goldberg-Fan Number One, den ehemaligen WXW-Fanboy Björnster, reden. Ja, wenn ich das letzte Positive am heutigen Abend noch sagen kann, ich glaube, der Felix war es gewesen, der gefragt, ob du auch mal WXW-Rückschau machen kannst. Guck mal auf meinen Edeljobber-Kanal vorbei, da kommt das bald in Zukunft. So, haben wir nochmal was Positives gesagt. Ja, Main-Event-Zeit, ne? Und jetzt werden einige Leute enttäuscht sein, aber ich meine, die ganzen Sachen, die davor passiert sind, fand ich viel, viel schlimmer als das, was quasi hier passiert ist, ja? Weil erstens war es quasi fast so wie erwartet, aber trotzdem war es großer Müll, weil man hätte so tolle Sachen booken können. Ich habe ja fantasievolle Sachen in der Vorschau
präsentiert, die man hätte machen können, ja, die alle tausendmal wahrscheinlich besser angekommen wären als das, was man gemacht hat. Stattdessen, ja, haben wir halt den Entrance von Goldberg, es passiert nichts. Wir haben den Entrance von Kevin Owens. Das Match soll quasi so gut wie losgehen, aber nein, der clevere Kevin Owens rollt sich natürlich aus dem Ring und versucht Zeit zu schinden. Ist ja gar nicht dumm. Hätte man noch abgewartet, bis die Ringglocke erscheint, ja? Damit man dann zumindest sagen kann, oh, man hat weil nicht 3-4 Minuten gegen Goldberg durchgehalten, weil er halt jedes Mal die Show da abgezogen hat. Aber nein, die Ringglocke war ja da noch gar nicht aktiv. Sprich, die WWE hat gesagt, wir wollen bewusst, dass das nicht lange dauert, dass Kevin Owens auch nicht nur ein Hauch von clever und smart oder so irgendwas aussieht. Nein, er sieht auch noch nicht total dämlich aus, indem er halt nicht abgewartet hat, bis die Ringglocke losgeht. Nein, sondern er tut halt die Zeit schinden, obwohl es ja überhaupt nichts bringt, sondern er hat quasi einfach nur seine eigene Beerdigung quasi hinausgezögert, ja, ohne dass es in der Geschichtsbüchern schon irgendwie jemals auftauchen wird. Und dann kommt die Musik von Chris Jericho. Okay. Wir haben zwar vorher noch einen Paul Heyman gehört, der zwar sogar vorher noch angeteasert hat, dass Lesnar in der Halle ist und so, aber warum sollte man den dann auch zeigen und sowas halt, ja? Nein, wir hören die Musik von Chris Jericho, was man machen kann. Der kann auch da eingreifen und sowas halt. Aber doch nicht halt, wenn das Match noch gar nicht angeläutet war und so halt. Das ist halt total dämlich halt so, ja? Man hätte das gleiche mit Match anläuten vorher schon und die Zeit rausgeschnitten, rein besser. Aber nein, haben wir nicht, sondern die Musik erscheint. Kevin Owens ist urplötzlich abgelenkt. Was soll er auch machen? Und kann natürlich nicht mehr auf Goldberg achten. Und urplötzlich, als die Musik erscheint, macht es natürlich total Sinn, dass Ringrichter dann sagt, ich mache jetzt natürlich das Match an, weil ist gerade die Musik von Chris Jericho losgegangen. Das ist ein Zeichen, dass ich das Match anläuten muss. Und ja, Spear. Und 22 Sekunden später ist alles vorbei. Und damit es auch für ewig und in den Ewigkeiten in den Geschichtenbüchern drin steht, wie dämlich Kevin Owens ist, steht da auch drin, dass er nach 22 Sekunden verloren hat. Und ach komm, fick dich doch einfach, mal ganz ernsthaft. Ich meine, das war jetzt wirklich das Harmloseste vom ganzen Abend. Also ich meine, auch hier konnte man viel falsch machen und man hat viel falsch gemacht, ja, aber es war jetzt nicht so schlimm. Also ich habe es quasi erwartet. Ich meine, es war nur Hoffnung gewesen, dass die irgendwas machen, dass Kevin Owens den Titel behält und sowas halt, ja. Die Hoffnung war da, aber wir haben fast damit gerechnet und von da, also ich möchte nicht sagen, dass es das besser macht halt, aber so, aber man hätte es natürlich viel geiler booken können und, aber die ganzen Sachen, die vorher beim Pay-Per-View gelaufen sind, waren tausendmal schlimmer, aber das hat natürlich dann den Abend, zum Abschluss des Abends, des Main Events, ja, ich weiß nicht, wie viele, selbst die Goldberg-Fans gehen auch noch nicht glücklich raus und sagen, boah, das war geil, oder? Ich weiß es nicht halt so. Na, ich denke schon. Ich bin doch, ja, aber du sagst doch immer, ich bin Goldberg-Fan, bin ich jetzt glücklich? Ja gut, du nicht, weil du halt noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen blickst als manche andere. Aber die Halle war glücklich größtenteils. Also waren sicherlich auch Leute dabei, die gesagt haben, oh nee. Aber größtenteils gab es Pops, es gab Goldberg-Chants. Die Leute haben gefeiert. Und das ist halt auch das, was man nicht vergessen darf. Bei dem ganzen Hate, den Goldberg gerade abbekommt, muss man auch sehen, dass der Typ eben funktioniert. Und ja, der ist der Einzige, der heute Abend da irgendwie Pay-Per-View-Glanz reingebracht hat im ganzen Laden. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja auch ein Lob und sowas halt, ja. Aber da ist das Gleiche halt wie Roman Reigns. Das Booking entscheidet dann halt, ja. Und klar, das ist ja jetzt für Goldberg jetzt gar nicht so schlecht gelaufen, aber wie Kevin Owens dort aussieht, der Champion, einer von den aktiven Leuten, der wieder komplett unter allem steht. Ich meine, der war ja quasi angeblich das Größte momentan, der Stärkste des aktiven Rosters quasi, ja. Das soll ja immer der Champion quasi sein. Und der wurde halt gerade von einem Goldberg auch nach 22 Sekunden abgefertigt halt, obwohl er hätte damit rechnen können. Und es ist halt alles so, ich meine, bei Lesnar konnte man immer noch sagen, er war überrascht und keine Ahnung was halt so. Das ist halt aber, irgendwann zählt das halt auch nicht mehr, ne? Und das gut, ist halt so. Aber Kevin Owens, da kann man ja dann auch sagen, der wurde halt abgelenkt. Also. Wow. Ich weiß schon, ich will dich auch ein bisschen nur provozieren. Natürlich, wäre er ja nicht abgelenkt worden. Ich meine, es hat ja eindeutig so ausgesehen. Ich meine, man hat es ja gesehen im ganzen Match und sowas halt. Und in der ganzen Darstellung vor dem Match, die 5 Minuten, wie er quasi da draußen
wie ein weinerlicher Lappen rumgelaufen ist, halt, ja, hat man ja in der Darstellung gesehen, wäre er nicht abgelenkt worden, hätte er natürlich Goldberg zerstört, das wissen wir alle. Das ist ganz klar der Fall. Kevin Owens sah schwach aus, leider muss man wirklich sagen, deswegen hoffe ich natürlich auch, dass er in seiner Fehde mit Chris Jericho weiterhin dieser Kevin Steen Kevin Owens ist, also dieser Zerstörer, den man aus dem Independent-Bereich auch kennt. Man muss jetzt natürlich auch sagen, Goldberg mit dem Universal Champion-Titel ist natürlich interessant jetzt, was ihn anbelangt Richtung WrestleMania. Er wird ja gegen Brock Lesnar jetzt um den Universal Champion-Titel antreten. Das wird auch der Main-Event der Veranstaltung vermutlich sein. Einfach weil die beiden mit der größten Zugkraft da am Ende stehen werden vermutlich. Und man muss halt zugeben, Goldberg funktioniert, der zieht Reaktionen, der ist jetzt der Champion und der hilft natürlich auch durch seine Star Power, durch seine Zugkraft und durch sein Showing diesem Titel. Also klar, es wäre vermutlich auch die bessere Entscheidung gewesen, Owens diesen Titel behalten zu lassen, da dieser dann vom Titel profitiert hätte. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, der Titel selbst profitiert eben von Goldberg. Und wenn in den Geschichtsbüchern steht, Goldberg war Champion, Lesnar war Champion, dann gibt es diesem Titel eine deutlich größere Legitimation als World Champion Titel, als wenn Kevin Owens und Finn Balor da drin stehen als vergangene Titelträger. Auch wenn das jetzt viele nicht hören wollen, aber es ist nun mal so. Aber der Titel ist doch nichts wert, oder? Also aktuell? Weil wenn der Titel ja einen Wert hätte. Stattdessen der persönliche Hass ist mehr wert, das Thema hatten wir ja in der Vorschau, macht es natürlich gar keinen Sinn, dass Chris Jericho dafür gesorgt hat, dass Kevin Owens den Titel verliert, weil jetzt muss ja Chris Jericho gegen Kevin Owens antreten und Kevin Owens hat gar nicht mehr den Titel, wie dumm ist das denn eigentlich von Chris Jericho? Gut. Aber das ist ja nur eine andere Frage, ne? Das ist natürlich nur eine Sichtweise, die haben wir ja schon in der Preview quasi erläutert, wo ich es genau andersrum argumentiert habe. Das ist halt, da kann man drauf gucken, wie man möchte halt, ne? Wollte ich gerade sagen. Persönlicher Hass ist natürlich größer halt. Aber das Argument wolltest du ja nicht gelten lassen in der Vorschau. Nee, wollte ich auch nicht gelten lassen, weil das ist ein bisschen paradox, weil dann willst du wieder mit deinem Brock Lesnar-Eingriff kommen, aber wenn Brock Lesnar hier eingreift, dann wäre das ja auch dumm. Warum wäre das denn? Ja, nee, die Begründung ist ja die gleiche. Das sage ich ja, aber ich lasse die Begründung nicht gelten. Ich tue es ja quasi nur nochmal aushebeln, was du in der Preview gesagt hast. Okay, Björnster. Also eigentlich habe ich dich quasi gerade versucht, lächerlich darstellen zu lassen, aber das hat nicht gut geklappt wahrscheinlich, weil du nicht wieder drauf eingestiegen bist. So klappt das nicht mit unserer Dynamik. Ich weiß auch nicht, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber vielleicht schaffst du es auch nur einfach nicht, mit deiner verbalen Brillanz mich lächerlich darzustellen. Wer weiß. Ja. Also so lächerlich wie Kevin Owens sehe ich nach dieser Fastlane-Review auf jeden Fall nicht. Warum war jetzt eigentlich Brock Lesnar in der Halle gewesen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man wollte einfach nur die Spekulationen anheizen und dann sagen, okay, man weiß nicht, kommt er denn jetzt? Kommt er nicht? Nee, er hat sich zurückgehalten, war da schön mit den Füßen auf dem Tisch zurückgelehnt, in seinem Büro da hinten gesessen, in seinem Lockerroom, hat das Ganze auf dem Fernseher verfolgt und hat dann gesagt, okay, dann wird wohl der Titel auch noch zu mir gehen. Okay, ja gut, aber okay. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja nicht viel erwartet, war ja ein Übergangs-Pay-Per-View und so, ne? Und jetzt möchte ich von dir gerne auferzählt haben, welchen Übergang haben wir jetzt eigentlich gehabt? Also was haben wir jetzt eigentlich Neues aufgebaut für WrestleMania? In den gesamten Pay-Per-View gesehen, auf den gesamten Pay-Per-View. Goldberg gegen Kevin Owens um den Universal Champion Titel ist fix um den Titel aktuell. Du meinst Kevin gegen Goldberg gegen Brock Lesnar. Genau, Goldberg gegen Brock Lesnar. Was habe ich gesagt? Ja, gegen Kevin Owens hast du gesagt. Nee, Quatsch. Goldberg gegen Brock Lesnar. Ja, genau. Aber ich meine, das Match stand ja schon vorher fest, außer dass es nicht um den Titel ging. Ja, da ist ja jetzt nichts Neues aufgebaut worden. Außer, gut, man hat den Titel involviert. Der hat jetzt so ein komisches rotes Band um seine Hüfte. Okay. Kevin Owens gegen Chris Jericho wird stattfinden, wird hier aber nicht um den Universal-Title, sondern um den US-Title gehen. Wäre vorher auch schon erledigt gehabt. Dass sich die beiden gegeneinander antreten werden, hatten wir ja auch schon erledigt gehabt. Ist ja auch nichts Neues passiert. Außer, dass dieses rote Band jetzt halt nicht mehr Kevin Owens trägt, sondern Goldberg. Roman Reigns wurde gestärkt. Das war wichtig für WrestleMania, ja, okay. War es eigentlich nicht, aber egal. Sasha Banks geht Richtung Titel. Weil? Und, bitte? Warum? Weil sie Nia Jax besiegt hat. Und weil sie Charlotte gut hat, oder was? Ja, die involviert sich da so ein bisschen, hat halt Bock drauf. Die will den Titel wieder haben.
Okay, aber müsste jetzt, also wäre es nicht eigentlich jetzt logischer, wenn ich jetzt erstmal Charlotte sauer wäre auf Sasha Banks und die jetzt eine Non-Title-Fehde gegen Sasha Banks anfangen würde? Wäre durchaus logischer, wird wohl aufs Fatal 4-Way trotzdem hinauslaufen. Ja, das ist natürlich klar, aber ich frage ja, was heute Abend aufgebaut worden ist. Du hast schon recht, wenn man sich das hier nochmal anschaut, dann ist das wohl nicht wirklich viel. Deswegen würde ich diesen Pay-Per-View auch mit 4 von 10 Punkten bewerten. Leute, schreibt gerne in den Live-Chat auch eure Bewertung. 4 von 10 würde ich geben. Auf einer Skala von 1 bis 10 bitte hier rein und dann gucken wir mal, was die Mehrheit dazu sagt. Würde mich mal interessieren. Björn, was sagst du als Fazit zu Fastlane? Hat dir der Pay-Per-View gefallen? Ich kann jetzt schon mal sagen, Das auf keinen stärkt, Fall. also, ich finde, das Fazit ist relativ einfach. Das Stärkste am Abend war das, was 205 abgeliefert hat. Wie Und paradox einfach. ich finde, damit ist einfach alles umschrieben. Ja, das kann man eigentlich so stehen lassen. Genauso kann man das stehen lassen. Wir gucken mal in den Live-Chat rein, wo die Leute auch die Bewertungen schreiben. 3,5, 3, 5, 6, 4. So in dem Dreh bewegt sich das. Es ist jetzt eigentlich keiner so wirklich über 6 gegangen. Aber gut, hier gibt es auch minus 2 und klar, das ist 2 und das ist, alles klar. Okay. Das also zu diesem Pay-Per-View. Fastlane in der Vergangenheit irgendwie noch nie gut gewesen. Noch nie. Es gab noch keinen guten Fastlane-Pay-Per-View. Letztes Jahr war Der muss ja grauenhaft. gar nicht gut sein. Der muss ja gar nicht gut werden. Das ist ein Übergangspaper-Video. Der muss ja nur neue Sachen aufbauen. Gut, und das hat man dieses Jahr auch nicht unbedingt so direkt geschafft. Also man hat halt die Titelsituation geklärt. Man hat jetzt gesagt, okay, Goldberg, run with it. Hat man die Situation geklärt? Normalerweise müsste jetzt Kevin uns auch nicht erstmal ein Rematch haben, Björn, du oder? hast ja absolut recht, das stimmt. Bei WrestleMania Fragezeichen? Oder muss er sich jetzt auf einer kleinen Bühne wie bei Raw, das Rematch schon stattfinden. Könnte Kevin Owens nicht sagen, hör mal, ich möchte innerhalb von 30 Tagen mal ein Rematch haben. Oh, WrestleMania, das sind 28 Tage. Oh, guck mal, das ist ein schönes Datum. Könnte man natürlich storyline-mäßig so logischerweise aufbauen, wird Machen sie aber nicht natürlich passieren. nicht, nein, aber natürlich will Kevin Owens rauskommen und sagen, ach, scheiß auf WrestleMania, ich möchte natürlich morgen meinen Titel Rematch haben. Oder er kriegt wahrscheinlich gar keins, weil es war ja clean. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er kriegt wahrscheinlich einfach keins, weil sie einfach Goldberg nicht das Match bezahlen können. Das ist das größte Problem halt so. Aber Storyline-mäßig halt werden sie es wahrscheinlich einfach nicht erwähnen, sondern einfach Kevin Owens wird einfach sagen, ach, scheiß auf den Titel? Boah, Jericho, du böse Sau. So wird's laufen. Und dann wird halt Kevin Owens sagen, ach, der Titel ist mir egal, weil der US-Titel ist ja eh viel schöner. Also vom Design finde ich den wirklich schöner, aber gut, der hat ja auch ein bisschen mehr Wert. Obwohl jetzt nicht mehr. Mit Reigns hatte der mehr Wert, muss man ja ganz klar mal sagen. Also Anfang diesen Jahres, als wirklich US und Universal Champion Titel so auf einem Level standen mit Reigns und Owens, da war ja wirklich, also da konnte man wirklich vom Prestige keinen Unterschied machen. Da war sogar teilweise der United States Champion Titel mehr wert als der Universal Champion Titel, also der World Ah Title. ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Das hat sich geändert eben durch Goldberg, der dem Titel auf jeden Fall helfen wird. Das kann man auch nochmal als positiven Punkt anführen. Ich muss noch was einwerfen. Ich hab noch eine Vorschau für morgen. Für Morgen Raw. kommt, ja, Kevin Owens kommt raus und sagt, so eine Scheiße. Jericho hat mich abgelenkt. Ich möchte ein Rematch. Und dann kommt Goldberg raus und sagt, okay, du kriegst da ein Rematch. Und dann wird gesagt, okay, beim Main Event heute Abend habt ihr euer Rematch. Und dann kommt auch noch Finn Balor raus und sagt, aber ich habe eigentlich auch noch ein Anrecht auf den Titel, weil eigentlich gehört der Titel ja mir. Okay, dann sagt halt Steffi, ja wunderbar, dann kommst du auch noch mit ins Match rein und dann darf Goldberg innerhalb von 11 Sekunden Finn Balor und Kevin Owens squashen morgen Abend. Weil dann haben wir beide Rematches hinten raus. Ist doch super, oder? Ist doch ein Traumszenario. Und wir müssen Goldberg aufbauen, das ist wichtig für WrestleMania. Gegen Brock Lesnar, damit der auch glaubwürdig gegen Lesnar antreten kann. Dafür könnte er vielleicht zwei Siege gebrauchen, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also es geht Richtung WrestleMania mit sehr gespannten Augen, aber nicht optimistischen Augen, würde ich sagen. Zumindest ist das bei mir so. Fastlane hat mich nicht überzeugen können, hat auch nicht viel für die Zukunft unbedingt eingeleitet, aber das kann ja noch in den Wochen, die jetzt folgen, passieren. Aktuell ist mein WrestleMania 33 Hype relativ gering. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Alter, es gibt vielleicht einen Hochzeitsantrag von John Cena.
Wie kannst du nicht gehypt sein? Mach dir bitte keine Erwartungen, sonst rastest du hier gleich aus, weil dann vielleicht der Antrag bei WrestleMania doch nicht kommt. Oder sie Nein sagt. Macht sie eh nicht, aber. Das könnte WrestleMania retten. Wieso, weil du dann denkst, okay, sie ist wieder zu haben? Nee, sie sagt nein und John Cena haut die um. Verpasst ihr eine AA. Heel Turn Cena. Gewalt Traum. an Frauen, das Ja. gab's zuletzt in der Attitude Era. Ja, du musst ja Cena irgendwie Heel overbringen und Cena kann nicht einfach nur was Böses sagen und ist dann Heel, weil dafür ist bis jetzt daneben dann viel zu nett gewesen. Musst du einfach Nikki durch den Kommentatorentisch AA'en. Nachdem sie Nein gesagt hat. Gut, das würde dann eher so, also eine Also das könnte meine WrestleMania rein. kleiner Edit. Gewalt an Frauen bei WWE war natürlich nicht das letzte Mal bei der Attitude Era, falls sich Leute jetzt wundern. Aber es ist schon länger her. Es ist aber auch ein gutes Stilmittel, was zum Beispiel auch, um jetzt hier mal einen kleinen Bezug herzustellen, deutsche Wrestling-Ligen aktuell verwenden. Zum Beispiel Westside Extreme Wrestling, WXW, Deutschlands größte Wrestling-Promotion. Die verwenden Gewalt an Frauen und das ist halt auch ein gutes Mittel, um Negativreaktionen zu Ja ziehen. Ich gut, das kann meine. man ja jetzt aber wirklich so nicht sagen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also ich Ja? bin ja, also ich mag ja Männer-Frau-Matches gar nicht halt, ja. Aber wenn auf der einen Seite die Frau breiter ist als Roman Reigns und der Mann, der gegen Frauen antritt, ein größeres Weichei ist als Santino Marella, dann kann man das nicht als Frau gegen Mann antreten, oder? Das ist doch irgendwie. Man weiß es nicht. Dann ist das doch wieder ausgeglichen. Björn, wir beenden diesen Rückblick zu First Stand jetzt auf jeden Fall. Es war irgendwie ein sehr skurriler, eigenartiger und in meinen Augen schwacher Pay-Per-View. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne in die Kommentare. Gebt uns euer Feedback zu dieser Review, zum Pay-Per-View und so weiter. Hast du noch irgendwas loszuwerden, Jobber, bevor wir off-air gehen, beziehungsweise bevor wir diesen Rückblick hier beschließen? Nö, es tut mir leid, Jungs, aber ich habe halt nicht viel, viel Positives gefunden. Vielleicht wird das bei Raw vs. SmackDown diese Woche anders. Die Raw vs. SmackDown Review, die wird am Mittwoch kommen. Vielleicht bist du dann wieder positiver gestimmt, so wie letzte Woche. Ja, ist das SmackDown dabei, ne? Ja, da ist zwar nicht dein Liebling der Billy Goldberg, aber immerhin halt andere coole Leute. Das ist richtig. Ihr merkt schon, Björn ist absolut Depri. Der wird wohl heute keinen schönen Tag erleben nach diesem Pay-Per-View. Wir wünschen euch natürlich trotzdem alles erdenklich Gute. Grüße an Christian und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Kopf hoch, WrestleMania wird hundertprozentig besser als das, was wir hier heute haben.